Kurze Information, bevor dieses Video anfängt, ich biete wieder Unlock Alls an und ich werde jetzt hier im Video einblenden, bis zu welcher Minute ihr spulen müsst, um alle Infos zu den Unlock Alls zu bekommen. Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem AX Kriegs am Start und heute habe ich ein Update-Video für euch mitgebracht. Und zwar hat Rockstar Games vor einigen Wochen das Further Adventures in Finance and Felony Update angekündigt und dieses Update soll an das erfolgreiche Executives and Other Criminals Update anknüpfen. Und laut Rockstar Games soll das größte und komplexeste Update für GTA Online werden. Und ich frage mich jetzt an dieser Stelle, ob es tatsächlich sogar größer als das Heist-Update werden sollte, denn wenn es tatsächlich so sein sollte, dann wäre das ein extrem geiles Update. Mit dem Further Adventures in Finance and Felony Update werdet ihr in der Lage sein, eure VIP-Gesellschaft auszubauen und zum Boss einer gigantischen Unterweltorganisation zu werden. Ihr könnt euch dann neue Immobilien kaufen und diese entweder zu eurem neuen VIP-Hauptquartier umrüsten oder diese Immobilien als Zwischenlager für eure Deals nutzen. Ihr könnt dann mit Juwelen, Betäubungsmitteln, Medikamenten und vieles, vieles mehr handeln und alle Geschäfte werden dann aus eurem VIP-Hauptquartier aus verwaltet. Und wie ihr auf diesem Foto von Rockstar Games sehen könnt, wird es auf jeden Fall um eine Menge Geld gehen. Und auf euch werden viele Herausforderungen und natürlich auch Überraschungen warten. Und auf jeden Fall werden auch neue Fahrzeuge auf euch warten, zum Beispiel dieser neue Pegassi. Und ich glaube, das wird auch nicht der einzige neue Wagen sein, sondern Rockstar Games wird sich noch einiges mehr einfallen lassen. Ich persönlich freue mich natürlich immer wieder, wenn es neue Supersportwagen im Spiel gibt. Mich persönlich würde es aber noch viel mehr freuen, wenn es neue Sportwagen bei Benny's Motorshop geben wird. Aber ob Rockstar Games bei diesem Update neue Autos für den Benny's Motorshop freischalten wird, bleibt unklar. Außerdem werden euch bestimmt auch wieder neue Gegnermodis zur Verfügung stehen. Ich persönlich fand die letzten Gegnermodis nicht sonderlich gut, bis auf den Zoom-Modus. Modus, der hat wenigstens etwas Spaß gemacht und aus diesem Grund würde es mich freuen, wenn Rockstar Games nicht nur Gegnermodis rausbringen würde, sondern so ähnliche Missionen wie die, die es schon bereits beim Heist-Update gab. Und für das Jahr 2016 hat sich Rockstar Games einiges mehr einfallen lassen als das Further Adventures in Finance and Felony Update. Und zwar hat sich Rockstar Games noch was für die Stunter-Community und für die Editor-Community ausgedacht. Für die Stunter-Community hat sich Rockstar Games neue Fahrzeugaktionen ausgedacht, neue Stunt-Möglichkeiten und neue Requisiten, um neue Maps bauen zu können. Diese Art von Requisiten könnt ihr jetzt auch nochmal im Screenshot sehen. Diese Stunting-Röhren werden dann natürlich auch zur Verfügung stehen. Außerdem schreibt Rockstar Games, dass es neue stunttaugliche Fahrzeuge geben wird. Und was sie sich dabei gedacht haben, bleibt bisher aber noch unbekannt. Außerdem feiere ich immer diese von den Community gemachten Maps, die was mit Stunting zu tun haben und aus diesem Grund gefällt mir dieser Part des Updates besonders. Alle genaueren Details könnt ihr auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung nachlesen. Ich werde euch dort die Newswire von Rockstar Games verlinken. So, und das war auch schon mein erstes DLC Update Video und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, wie es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gut gefallen hat. Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt oder eventuell, was euch daran gefallen hat. Und im Endeffekt entscheidet ihr, meine Community, ob ihr in Zukunft solche Videos sehen wollt oder nicht. Denn ich möchte euch keine Videos zeigen, auf die ihr keinen Bock habt. Und natürlich steckt auch immer ziemlich viel Arbeit in solchen Videos und aus diesem Grund möchte ich auch nicht unnötig meine Zeit für Videos verschwenden, die euch nicht gefallen. So, dann komme ich auch zu den Unlock-All-Informationen und zwar könnt ihr mich anschreiben bei Facebook oder bei Kick, wenn ihr irgendwelche Fragen zu meinen Unlock-Alls habt. Und da das Update bestimmt wieder extrem viel Geld fressen wird, ist ein Unlock-All an dieser Stelle bestimmt keine schlechte Idee, falls ihr nicht so viel Geld auf eurer Bank habt. Meine Facebook- und Kick-Daten werden natürlich hier im Video nochmal eingeblendet und die findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Unlock-Alls funktionieren für alle Konsolen und für den PC bis auf die Xbox 360. Alle Details zu den Unlock-Alls werden wie gesagt privat dann bei Facebook oder bei Kick abgeklärt. Und das ist auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und checkt meine Facebook-Seite ab. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.